So, willkommen zurück zu Pokémon Y Edition. Im heutigen Part wollen wir noch kurz im Süden dieser Stadt die Route erkunden, komplett. Und dann wollen wir in die Arena gehen. Haben also heute zwei Ziele und fangen an, den Oberweg zu komplettieren. Dazu müssen wir aber erstmal zwei Kämpfe hier machen. Und der erste befindet sich hier. Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Ich glaube, es waren zwei Kämpfe, oder war es nur einer? Oh, nee, ich glaube, das Mädchen da oben auch. Wir sind ja gerade gekonnt vorbeigelaufen, deswegen haben wir Glück gehabt, dass es uns nicht erwischt hat. So, das ist der erste Kampf. Wir kämpfen gegen Bidiza. Bidiza ist ja, es ist keine große Gefahr, muss ich zugeben. Bidiza ist für mich dieses normale Pokémon, was es eigentlich in jedem Spiel gibt, oder fast jedem Spiel. So wie Zigzags zum Beispiel oder Visor, Radfratz. Ich glaube, in der fünften Generation war es Nagelotz. Und in der sechsten, wer war es denn hier? Gab es hier auch ein normales Pokémon? Ja, genau, Skroppel. Genau, jetzt habe ich es. Ja. So in etwa war es das. Hier haben ja auch alle zwei Entwicklungen nur. Also von Bidizar zu Bidifaz zum Beispiel. Und mehr gibt es da nicht. Und das ist auch bei den anderen so. Radfratz zu Radikal. Und ja, ich brauche das nicht weiter zu vertiefen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mich allein bringt es eben nicht. Auf die Erfahrung kommt es auch an. Ja, das stimmt. Und da ich ja schon seit meinen Lebzeiten Pokémon spiele, bin ich auch so gut. So, hier holen wir uns einen Supertrank, okay. Ich dachte, hier wäre nur ein ganz normaler Trank gewesen, aber gut. So, und dann... Oh, haben wir da... Da, der kämpft auf jeden Fall, oder? An den kommen wir auch nicht mehr vorbei. Deswegen. Oh, ein Azurill. Ich find's nicht süß. Nö. Ich muss echt zugeben, diese Azurill-Geschichte hier, auch wenn es echt niedlich ist, wie er auf dem Ball rumspringt, aber süß finde ich es nicht unbedingt. So. Dieser Typ möchte auf jeden Fall kämpfen. Pokémon-Attacken, je öfter man sie einsetzt, desto besser versteht man sie. Weise Worte. Eine Herausforderung von Schüler Jork. Und er setzt Affen ein. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn er jetzt Vegimak einsetzt, dann bestimmt auch Grillmak und Sodamak. Also, so weit entfernt denke ich nicht, glaube ich, davon. Wir werden es jetzt erfahren. Auf jeden Fall, Kameradschaft. Ach, ich glaube, wir stimmen uns aufeinander ein, ne? Ja. Auf jeden Fall keine große Herausforderung. Es dürfte keine sein, ich weiß ja nicht genau. Aber eigentlich nicht mit Level 3 fallen. Nein, nie im Leben. So, und wir erreichen Level 9. Und kriegen noch keine neue Attacke. Das ist leider ein bisschen enttäuschend, aber okay, da können wir nichts dran ändern. Wenn Grimmack eingesetzt wird, wechseln wir mal kurz zu Froxy. Ist es bisher unser schwächstes Pokémon, ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, vor allem... Ja, okay, Level 8, ne, für den Anfang. Wir haben ja nicht den ersten Orden. Meistens ist es ja bei Pokémon-Spielen so, mit Level 10 bis 12 hat man den ersten Orden. Also so um den Dreh. Meistens ist ja ein bisschen unterschiedlich halt. Pokémon Gelb, Grün, Rot, da war das so. Weil das war ja auch nichts weit entfernt. Wie genau wie hier. Hier war es ja auch nicht weit entfernt. Bis zum ersten Orden. Wir sind durch den Wald gegangen und das war es eigentlich auch schon. Und halt die Route hier vor. Ich frage mich gerade, ist es eigentlich der kürzeste Weg in Pokémon jeher bis zur ersten Arena, oder? Ja, könnte hinkommen, oder? Wenn wir uns mal so überlegen, Pokémon, Gelb, Rot und Blau hat damals Vertania City dazwischen gehabt und den Wald und die Route 1. Das sind insgesamt drei Routen. Okay, wir haben hier Route 1 und Aquarelia City noch zwischen gehabt, aber... das war ja auch nicht wirklich so ein Abstand. Das war eher so eine Seitengasse, die da hingeführt hat, oder? Also soweit war es. Das war jetzt für mich keine richtige Route auf jeden Fall. Ja, Silber ist auch ein kleines Stück. Rosalt City heißt die Stadt. Und ja, also ich denke mal, das ist doch hier der kürzeste Weg. Ich war eben im Pokémon Center, um ein paar Pokébälle zu kaufen. Das hast du aber fein gemacht. Willst du mir ein paar geben? Nein, du sollst mir ein paar geben. Ja, oder eben nicht. So. Wir gehen mal kurz das Pokémon heilen. Oder unsere Pokémon eher, weil wir sind ja leicht angeschlagen. Oh,
Oh, Hölle Maser. Möchtest du auch dein Team heilen lassen? Pokémon Center sind schon was Feines. Wenn du mit der Frau hier sprichst, heilt sie dein Pokémon-Team. Und in dem PC da drüben kannst du die gefangenen Pokémon lagern. Wenn du viele Pokémon fängst, werden diejenigen, die nicht mehr in dein Team passen, auf deinen PC übertragen, nicht wahr? Dort findest du sie dann. Ja, dieser Tanz ist unnötig. Übrigens solltest du dir im Pokémon-Supermarkt ein paar Pokébälle und Tränke auf Vorrat kaufen. Die Pokémon-Supermärkte Die Pokémon-Supermärkte befinden sich im hinteren Bereich der Poké-Center. So etwas, was mich eigentlich ein bisschen anwidert. Im Poké-Center, also im Krankenhaus, ist der Supermarkt. Nix für mich, wirklich nicht. So, guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Ja, das brauchst du mir jetzt nicht erklären, aber wir wollen wieder Heile haben. So. Also seit der fünften Generation ist es ja so, dass die, ja, Center die und die Märkte in einem sind und... Huch, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Und das finde ich gerade irgendwie aus der Hinsicht nicht unbedingt hübsch. Es hätte ruhig ein paar Geschäfte hier mehr geben können, vor allem, weil ich glaube, wenn ich mich mal hier umgucken würde, gibt es hier auch Gebäude, die haben keine Tür. Wie zum Beispiel hier. Da hätte man ein prima Geschäft reinmachen können. Das ist die Pokéschule, soweit ich weiß. Ja, da müssen wir nicht rein. Das ist die Arena, da wollen wir hin. Auf Rollerskates durch die Gegend zu sausen, ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Aber Moment mal, was sehen meine müden Augen? Hast du etwa gar keine Rollerskates? Ich sag dir was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar. Für mich sind Wettkämpfe nämlich alles. Also, nimmst du die Herausforderung an? Klar, warum nicht? Ich meine, wir müssen eh in die Arena. Sowohl bei Kämpfen als auch beim Skaten ist Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen in die Arena und vorher kommen wir nicht rein. Da die kleine Rachel uns im Weg ist. Mit ihrem Zickzacks. Level 6, glaube ich. Oder 7 vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ja, 7. So, die Pokémon der Gegner werden auch langsam ziemlich hoch, ne? Aber, okay, es war ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, also... von der Tatsache aus, dass der Tackle ziemlich viel KP abgezogen hat, ja. So, damit ist Zickzacks besiegt. Ging doch schneller als geplant. So, Rachel ist besiegt. Der Kampf war vorbei, bevor ich richtig in Fahrt gekommen bin. Und wir kriegen 224 Poké-Dollar. Wow, ich kipp um. Vielleicht bist du sogar stärker als die Arenaleiterin. Dann will ich mein Versprechen auch halten. Hier, dieses paar Rollerskates ist für dich. So, und da man hier schon von Anfang an laufen kann, hatte sich man bestimmt gedacht, mit Rollerskates ist alles viel besser. So, die Gebrauchsanweisung brauchen wir eigentlich gar nicht zu lesen. Das Prinzip ist einfach. Nämlich haben wir einmal die Möglichkeit, normal weiterzugehen und das Abenteuer ganz normal zu spielen. Das machen wir mit dem Steuerkreuz, aber das ist eine verkrampfte Sache, weil... Ja. Oder? Wir feiern Rollerskates, was eigentlich hübsch ist, weil... Ja, mir gefällt's. Guckt euch das an, wir fahren Rollerskates. Wir können uns drehen. Ja, das geht alles. Ich will mich drehen. Oh Gott. Fein. Erstmal so richtig am Kämpfen, bevor wir Gas geben. Ich hab so ein Gefühl, wenn wir am Anfang sind, wir ein bisschen schneller unterwegs, ne? Huch! Das war komisch. So, wir gehen in die Arena rein. Die erste Arena in dem Spiel. Die Nuvaria Arena. Und wir sehen schöne Bilder im Hintergrund. Eins vorab. Wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir nicht wieder raus. Bis wir gewonnen haben. Oder sterben. Deswegen, ab mit uns runter! Das ist die Arena. Sie wirkt ein wenig komisch, weil, ja, es ist, glaube ich, eher unerwartet, dass man auf so welchen Fäden geht. Und wir haben ja eine bestimmte Route, die wir langlaufen können. Und ich glaube, man erkennt schon von Anfang an, wo man lang muss. Nämlich an den Tropfen hier. Wenn man diese folgt, kommt man geschwind zur Arenaleiterin. Doch vorher muss man einen Kampf machen gegen das Mädchen dort.
Du bist mir hilflos ausgeliefert, wie ein Insekt, das sich in einem Spinnennetz verfangen hat. Wir hätten vielleicht Finks an obere Stelle packen sollen, ne? Ja, hätten wir machen können. Kokuna! Okay. Interessant. Ich weiß gar nicht mehr, war das so, dass hier Kokuna was anderes außer Härtner konnte? Weil es gab ja wirklich eine Zeit lang, da konnte Kokuna einfach nur Härtner. Und das war richtig ekelhaft. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht. Oh je, da sollten wir mal kurz das Team wechseln, denn... Oder eher gesagt, das Pokémon wechseln, denn... Härtner ist irgendwann eine Qual. Ich kann mich noch an die ersten Generationen erinnern. Erstes Pokémon-Spiel. Safcon Härtner gegen Pikachu. Das waren ätzende Zeiten. Man hatte einfach keine Ahnung von Vorteilen und Nachteilen. Und ja... Es war ätzend auf jeden Fall. So. Da es Finks ja eh schon Level 10 ist, kriegen wir auch bessere Kräfte. Also, das ergibt gerade keinen Sinn. Wir sind auf jeden Fall stärker als die anderen. Vor allem jetzt mit Level 11. So, und wir erlernen Yawla. Okay. So, Datiri erreicht auch Level 10. Oder eher gesagt, erreicht das Level 10, weil wir haben ja mit Finks Level 11 erreicht. Und Vardribi wird eingesetzt. Ja, Froxy, du hängst ein bisschen hinterher mit Level 9. Deswegen setzen wir dich jetzt mal kurz in den Kampf ein. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, machen wir es ein bisschen stärker damit. Oh, es ist selber Level 9. Da möchte ich dann doch lieber wieder auf Finks tauschen. Und denn Finks ist in der Hinsicht dann viel praktischer. Vor allem, es müsste weiblich sein, ne? Es hat den roten Punkt auf der Stirn. Ich glaube schon. Ja, es ist weiblich. So, wir setzen einmal die Glut ein. Alter! Finks, du bist sehr stark eigentlich. Das gefällt mir. Das ist cool. So, und damit ist Vardribi besiegt. Armes kleines Ding. So, kriegen wir noch ein Level Up? Nein, Froxy auch nicht, okay. Aber Mina ist besiegt. Einfach unglaublich, wie stark du bist. Du gehst so schnell niemanden ins Netz. Und wir kriegen 216 Poké-Dollar. Und nun wird es Zeit. Wir holen uns den ersten Orden. Nämlich von dieser Lady hier. Sie müsste Viola heißen. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst? Wirklich, sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet. Denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. So, und somit beginnen wir den ersten Arena-Kampf gegen Viola. Etwas, was mich in der sechsten Generation richtig angeekelt hat. Die Musik in Arenenkämpfe. Jetzt ohne Witz, es ist eine nicht sehr schöne Musik. Es gibt deutlich Besseres und das ist für mich hier die Musik eher an Dings angelehnt. Irgendwie... Als wäre ich irgendwie auf so ein, ja, Techno-Konzert. Schwer zu sagen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es sagen soll. Das ist komisch. So. Gehweihe ist jetzt kein großes Hindernis, denn mit Schnabel können wir sehr viel Schaden machen. Ein Glück haben wir Finks nicht oben, denn Gehweihe mit Wasserattacken gegen Finks ist natürlich eine große Gefahr. So, aber mit etwas Glück überlebt es den nächsten Angriff nicht. Ja, wenn es einen Volltreffer macht, habe ich, glaube ich, eher die schlechteren Karten. Aber das macht es nicht. Und daher ist Gehweihe besiegt. Ich meine, es ist die erste Arena. Die ist noch keine Herausforderung. Später bei den Top 4, na, wer weiß. Da ich eh eher so ein Stratege im Pokémon bin, denke ich das eher nicht. So, Vivillon ist als nächstes dran. Und da wechseln wir jetzt extra auf Froxy. Denn was ich jetzt vorhab, hängt alles wieder mit Strategie zusammen.
Froxy ist für diese Arena eher nur eine Opfergabe. Das klingt jetzt heftig. Aber so müsst ihr es sehen. Denn mit Froxy wollen wir als allererstes erstmal unser liebes, nettes Stratiri heilen. Was natürlich einen anstecken musste gegen das nette Gehweiher. So, und Vivillon Level 12 natürlich ein bisschen stärker als wir. Soll uns aber nicht aufhalten. Wir sollten erstmal mit Heuler ein wenig den Angriff senken. Er stärkt seine Verteidigung. Das ist momentan kein Problem, da wir eh mit Glut angreifen werden. Und aus der Perspektive aus ist eigentlich durch Härtner für uns zwar kein Vorteil entstanden, aber ja, doch, eigentlich schon. Denn wir können weiterhin den Angriff des Biestes hier sinken, während es einfach uns nicht angreift. Für jede Runde, wo es uns nicht angreift, ja. Ihr versteht bestimmt. So, Plage. Eine ekelhafte Attacke. Diese Attacke zieht uns ründlich ein paar KP ab. Es erinnert ein bisschen an Fluch, nur Plage ist nicht so stark. Aber es nervt schon ein wenig, weil die Plage wird, glaube ich, soweit ich das weiß, nicht mehr aufhören. So. Vielleicht können wir noch ein bisschen Schaden ausrichten. Mit Blubber oder so. Das wäre eigentlich vollkommen okay. Da seht ihr, der Härtner hätte eh nichts gebracht. So, Froxy. Ich weiß, du bist gerade gut dabei, aber du wirst jetzt zum ersten Mal sterben. Ist leider so geplant, alles. Kann man auch nichts mehr dran ändern. Aber mein Plan, ich muss echt zugeben, mein Plan läuft gerade besser, als ich erwartet habe. So, Fings. Zeig mir mal, was du mit der Glut alles kannst. Ja, der Plan mit Tackle ist nämlich jetzt auch aufgegangen. Da Vivillon einen hohen Verteidigungsverlust hat, bringt der Tackle auch nicht mehr viel. Ich glaube, wir haben ihn so auf jeden Fall auf die Hälfte reduziert. Heißt also, statt 6 KP zieht er wirklich nur noch 3 ab. Und das ist natürlich einfach nur unser Vorteil. So, und für die EP tauschen wir nochmal auf Dartiri. Denn wir wollen Dartiri auch ein bisschen stärker haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt mit dem Trank ihr Pokémon heilt. Das ist echt vorherzusehen. Aber das soll uns... Nein? Soll nicht schlimm sein. Okay. Interessant. Ich hätte jetzt echt mit einer Heilung gerechnet. Aber gut. Wir greifen mit dem Schnabel an und wollen diese Runde zu Ende bringen. Und zwar so. Denn die Attacke ist zum einen sehr effektiv. Und zum anderen war nicht mehr viel KP von Vivillon übrig. Oh, 475 XP. Das ist sehr viel. Und 712 für Fings. Alter Schwede, das ist sehr schön. Wir erreichen Level 13, Level 14. Ja doch, reicht noch, okay. Nitro-Ladung. Wir erlernen eine stärkere Feuerattacke. Dazu opfern wir natürlich eine andere Attacke. Und zwar werden wir jetzt überlege ich gerade. Was opfern wir? Wir könnten theoretisch Routenschlag opfern. Jaula macht, glaube ich, Angriffswert höher. Na gut, wir müssen jetzt gut überlegen. Von der Tatsache aus, wir haben Routenschlag, Verteidigung down. Jaula, wie heißt es jetzt, macht uns stärker. Sollten wir gegen einen Gegner treffen, der gegen Feuer, effektiv ist, also wo Feuer nichts bringt, dann wäre es eigentlich klug, beides zu behalten. Aber ich gehe davon aus, dass wir unseren Angriff erhöhen, deswegen werde ich Routenschlag löschen. So, und damit haben wir Routenschlag vergessen und wir erlernen Nitro-Ladung. Und wir besiegen natürlich Viola. Du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch, ich preise euch, ich lobpreise euch. Und wir gewinnen 1920, also 1920 Dollar. Sehr schön. Wow, du und dein Dartiri,
Ihr seid ein tolles Team. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Unseren ersten Orden. Der, was auch immer Orden, Käfer, glaube ich, ne? Ne, der Krabbelorden, genau. Mit dem Krabbelorden... Oh, Level 30 sogar, okay. Mit dem Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich, als Anerkennung deiner Stärke. Die TM 83 mit der Attacke Plage. Eine, gute Attacke eigentlich. Mit TMs kannst du einem Pokémon im Handumdrehen eine Attacke beibringen. Sie sind mehrmals einsetzbar, was sie zu einem unentbehrlichen Utensil macht. Diese TM hier enthält die Attacke Plage, die den Gegner für eine Weile davon abhält, zu fliehen. Also gut, hinter diesem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Dankeschön! Ja, ein bisschen... Sehe ich das... Alter, ist das ekelhaft! Das wisst ihr gerade gar nicht. Wenn ich nach oben gehe, gehe ich nach rechts. Okay, da muss ich mal kurz ein bisschen gegensteuern. Jetzt wieder normal, okay. So, hinter Smetbo tauchen wir wieder auf. Und ja, wir haben gewonnen. Das ist das, was wir erreichen wollten. Und das freut uns. Oh, sieh mal einer an. Der Krabbelorden. Sehr gut. Der wird der Professor, der dir dein erstes Pokémon anvertraut hat, aber Augen machen, was? Warum lässt du nicht dein Team im Pokémon Center heilen und schaust dann bei ihm in seinem Pokémon-Labor in Illumina City vorbei? Ich glaube, er wollte sagen City. So, wie dem auch sei, wir haben unseren ersten Orden. Im nächsten Part geht die Reise weiter. Und wie das aussehen wird, ja, sehen wir dann. Bis dahin, Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.